Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption. So, in der letzten Folge haben wir hier in Old Driscoll's Lager ein bisschen aufgeräumt. Und haben gut Kohle gemacht, muss ich sagen. Hat sich echt gelohnt. Ich glaube, dass wir gut über 100 Dollar gemacht haben. Hat sich wirklich gelohnt. Aber jetzt würde ich sagen, zurück in unser Lager. Und dann schauen wir mal, was uns hier unser Boss zu erzählen hat. Kannst du deinem Pferd oder deine Garderobe einen neuen holen? Wo? Pferd? Ah, da. Hat der denn immer, oder was? Okay. Passt. Ich habe mich gerade gesucht gehabt. Arthur, come lend a hand here. You drunk? Go ahead and call your mama for all I care. Take it easy, I got lumbago. Should have thought about that. So, jetzt aber zurück in unser Lager. Vielleicht können wir auch mit dem Zug hin und her reisen, dass wir sagen, in die Städten, wo wir halt schon waren und wo wir einen Bahnhof gefunden haben, dass wir dann mit dem Zug hinfahren können. Vielleicht geht es dann halt schneller. Aber wir haben halt dann kein Pferd, glaube ich, oder? Wir können das Pferd mitnehmen irgendwie, ich weiß es nicht. Können wir mal ausprobieren. Irgendwann in den nächsten Folgen. Also gegen den Baumrenner hier. So, dann nehmen wir den mal gleich mit. Da brauchen wir nicht mitnehmen, aber dann gehen wir gleich mal den Waschbier hier ab. Arthur Morgan. Spenden wir gleich mal was. You know, while we were stuck up that mountain, I thought long and hard about if we'd have to eat you. Für die Vorräte spenden. Not the best quality, but some seasoning will hide it. I suggested we roasted you alive, but so bin ich zu euch, Jungs. So, dann schauen wir doch mal. Lagerkasse, das brauchen wir nicht. Dutch. Dutch von der Linde. Ja, das können wir mal machen. Ob wir schon Käufer für unsere Wertpapiere gefunden haben, ob der schon was verkauft hat. Hallo, Mr. Morgan. You're quite the amusing companion, aren't you? Ich könnte irgendwie wieder mal rasieren dann. Rasieren und waschen. Machen wir jetzt gleich. Arthur. Rasieren. So, rasieren. Kinnbart. Backenbart. Nur über gesamter Bart kommen. Alles ab, die Mähne. So, dann schauen wir doch mal zum Dutch.
Dutch? Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging him. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah, of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Yeah. Come on, son. I'll get Der to Boss it, hat Dutch. Gesprochen. Wir müssen Micah aus dem Gefängnis holen. Come on, pal. Rede zum Saloon. Machen wir das doch mal. I rode as fast as I could, didn't stop for nothing. Yeah, you look like you've been through it. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side off him. What were you boys doing? You're supposed to be scouting ahead for us. I kept asking him what we was doing, but he was... You worried too much, kid. Just some business. Let's play with the young Hüpfer here. You know how he is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in too. Then he shoots one. Ja, gleich wieder Kopfgeld kriegen wahrscheinlich. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So you're gonna go get him? I'll come with you. No, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Micah. It was drink that started all this. We'll just have a couple. Settle you down and head back, okay? Okay. Now, I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. What kind of fight? Oh, nothing big. No, we kept it clean. We're all good. Fine. Here just we fine. Are. Dann schauen wir mal. Hello. Sollen wir ein Gewehr mitnehmen? Just one or two, right, Arthur? Of course, just a drink. Don't be dumb. Can we get a couple beers, please? You, I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Here, have one for yourself. Thank you. Micah seemed to know a lot of people. Yeah. That was the problem. How you mean?
I mean, I done seen a lot of crazy stuff, but Mikey... A lot of crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, there, dullards! My lord, you men is dull. Der nächste, der ein paar... Leave this fool alone. Leave this fool alone. People have been leaving me alone for the last 10 Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Just trying to be friendly. Kein Problem. Wir sind ganz ruhig. Oh. That's great, Martin. Lenny, where are you? Lenny! See that fella I was with? Afraid I don't know. Komplett besoffen. Lenny? Hey, Lenny! Lenny, where are you? Er ist bestimmt oben hier, ey, mit irgendeiner... Tut sich bestimmt Vergnügen gerade. Da ist er doch, Alter. Hühnerschräge. Die Vollgranate. Was ist denn da los? Warte mal, pissen. Du Scheiße. Da ist er, oder? Nee. Ach du Scheiße. Voll wie Pistop. Sieht alle aus wie Lenny. Oh,
Ist das geil. You're a good friend to me, Arthur. Cheers. Cheers. Not you again. Macht ihr denn? Komplett im Dreck. So geil gemacht, heftig. So geil gemacht. Und sein Hut schon wieder verloren. Sind wir noch besoffen? Not again. Na, jetzt ist er wieder. Wo bin ich denn hier überhaupt, Bitch? So, ich brauche jetzt erstmal was für die Ausdauer. Kaffee ist gut. So, wo bin ich denn jetzt hier? Wo bin ich denn? Gehen wir da mal hin. Aber bräuchte man mit dem Viertel. Damn. That horse don't live.
alles? Mein Gott, mir fährt das auch nicht hier. Muss man ins klauen oder so. Habe ich überhaupt eine Waffe dabei? Ich habe aber gar nichts dabei, doch. Mein Revolver habe ich dabei. By me. Let's just walk away. Do you smoke, sir? Sure, but perhaps not as much as you. Oh, no, don't worry about these. Actually, well, take some. Take a couple of packs. Take a few. Oh, thank you. What are all the cigarettes for? Are you heading on a long journey or something? No, nothing like that at all. I'm just interested in the carts. Okay. Cigarette carts. Oh, you got any? Yeah? Well, get them out. Let me take a look. Come on. A little picture card? Yeah, I'll pay you a good price. Okay. Ooh. Here. Ah, nothing I haven't got. The value is in completing the set. Sometimes I'll smoke up to 200 cigarettes in one day, just so I can keep opening the packs. I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get out of collecting these babies. Sure. It sounds, thrilling? Yeah, it is. This is what I was not to mention the vast amounts of life-reaffirming cigarettes I get to smoke. Oh. And the amount of money? A veritable fortune, sir. Fortune? Oh, sure. A complete set of any series is worth a fortune. Yeah, look at this. Gunslingers. Over here, circus freaks. Yes. Meow meows of the desert. So rare. I never knew. Sure. How much? Well, it depends on the rarity, sir. Oh, of course. Yeah. But, you know, if you ever get a complete set, I can take it off your hands. And you'd pay me. A fair price. Now you send them to me right here. Phineas T. Rams bottle. At your service. Okay. Okay, I gotta run. This is my train. Look me up, okay? Think about this deal. Only a complete set. That's where the value lies. Eins von 12 gefunden, okay. Komm! Wollen wir irgendwo ein Pferd klauen oder so? Vorne sind Pferde. Ich glaube, das sind Wildpferde, oder? Die werden wir nicht so leicht. Give it all of us. I gotta get out of here. Don't much like it around here no more. Schauen wir uns, ob wir so ein Pferd holen können. Stay.
easy now. Let me have a look at you. Don't worry. It's okay. Easy now. Yeah, you're okay. Easy. Shh, easy now. There. Yeah. Goes to me. Können wir mal schauen, vielleicht können wir das ja verkaufen sogar. Wir müssen ins Lager zurück, glaube ich. Taking a break. But yes, I'll have to read. Is this fun? Amazing. It's the reason we're living. It's the only thing that makes me happy. You're doing good, girl. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal. Ja, was muss ich jetzt überhaupt machen? Steckbrief. Valentine. Temporäres Pferd. An Arthur? No, I never fancied it. But you can. Well, I could. If I chose to. Da ist ein Pferd. Wir gehen mal zu dem Steckbrief. Aber
Aber da hinten habe ich auch noch, hätte ich auch noch Michael, ne? Mikabel. Kaviar. Muss ich eigentlich hier jetzt hier hin, oder? Ja, das machen wir jetzt aber noch nicht. Das können wir später machen. Wir gehen jetzt erstmal da hoch und schauen mal mit dem Steckbrief. Das interessiert mich, bevor er schon interessiert. Das ist doch gar nicht unser Pferd, oder? Das ist doch gar nicht unser Pferd. Na komm, dann gehen wir runter hier. Ich will unser Pferd haben. Es wird in der Stadt noch sein, das Pferd. Stadt schon. Wieder wird auf dein Pfeifen und deine Befehle hören. Ja, das will ich aber nicht. Ich will mein Viertel wieder haben. Mein Pferd ist hier oben. Hey, hey, let's talk about this. Arthur, Arthur, come lend a hand here. Hats flying all over. Go ahead, call your mom. Da ist mein Pferd. Aber jetzt kann ich doch schon wieder, ist doch schon wieder das nicht da mit dem... Na, warum ist es nicht da? Das verstehe ich nicht. Verstehe nicht. Ist hier eine Seite vielleicht irgendwo ein Steckbrief dran? Ne? Da ist doch auch nirgends noch was. Ne. Keine Ahnung, wo der Steckbrief sein soll, Leute. Hier ist auch nichts dran. Könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das... Ah, da hinten, oder? Nee. Zeitung. Der ist im Knast. Kein Plan, warum der Steckbrief hier nicht da ist. Sehr, sehr ärgerlich. Aber hier ist doch auch nirgendwo was, oder? Remember me, boy? Da haben wir wieder alles, okay. Und hat er auch einen Hut für uns?
happen to know Benedict Albright was cursing you till his last? Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle eine Pause und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. In der nächsten Folge denke ich mir mal, wenn alles klappt und uns nichts dazwischen kommt, werden wir dann den hier machen. Mika Bell. Dass wir ihn befreien können. Schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an, würde ich sagen, weil sonst wird es zu lang wahrscheinlich, weil es ein ewig weiter Weg ist und naja, die Quest wird ja auch ein bisschen gehen, also man hat es bestimmt nicht gleich erledigt. Deswegen schauen wir uns das ganz in Ruhe in der nächsten Folge an. Ich würde mich freuen auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid und wenn ihr mir ein bisschen Support da lasst, Leute, würde mich auch sehr, sehr freuen. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.